So, was geht, meine Freunde? Wir sind bei mir, einen Tag vom Wettkampf. Wir sprechen darüber, wie ich mich die letzte Zeit ernährt habe, wie ich mich heute ernähre, was wir heute machen, was noch auf dem Plan steht. Ja, es stehen noch zwei Meals auf dem Plan, ein Check-in für meinen Coach und ein Q&A. Und wir quatschen einfach ein bisschen darüber, was meine Ziele sind, was ich letztes Mal verbessern wollte, ob ich das geschafft habe, das zu verbessern, ob ich zufrieden mit meiner Form bin, ja. Und das sind alles Themen, die wir jetzt behandeln. Und jetzt gerade koche ich mir meine vierte Mahlzeit und dann wird erstmal ein Check-in rausgeschickt. Wir malen mich noch ein bisschen an und quatschen ein bisschen einfach über den Tag vor dem Wettkampf, genau. Und natürlich kommt morgen auch nochmal ein Wettkampf-Vlog. Da werden wir auch vor Ort sein, alles filmen und da wird viel geiles Zeug passieren. Da werde ich viele von euch treffen und ja, darüber quatschen wir. Wie läuft der Tag vor dem Wettkampf ab? Also, ich habe die letzten Tage habe ich immer 6 Liter getrunken und heute trinke ich 3 Liter und jetzt höre ich praktisch auf zu trinken. Das ist sozusagen, damit ich ein bisschen austrockne bis morgen. Das heißt, jetzt wird auch nichts mehr getrunken. Und meine Ernährung heute war 6 Meals aus Lean Beef und Chicken und jeweils Reis und Kartoffeln im Wechsel. Ja? Also das heißt, damit füllen wir meine Glykogenspeicher auf. Dann wird halt jetzt nichts mehr getrunken ab 16 Uhr. Und wenn ich dann morgen früh aufstehe, bin ich praktisch voll geladen mit Glykogen. Sozusagen das Wasser rausgepisst. Und dann müsste man trocken, aber auch prall sein. Und dann gucken wir, dass wir, also je nachdem, was mein Coach gleich sagt, dass wir morgen vielleicht noch mal ein bisschen was essen. Und ich werde meinem Coach gleich Check-in schicken nochmal. Und dann werden wir die Form angucken und dann wird er mir nochmal sagen, was ich essen soll. Und ja, im Prinzip habe ich jetzt noch 2 Mahlzeiten offen. Das heißt, ein bisschen Hähnchen und Kartoffeln. Ja. Das ist so die Ernährung für den heutigen Tage. Und ja, genau. Und ich habe jetzt auch gleich nochmal ein paar Fragen vorbereitet für euch. Bin heute ein bisschen verwirrt im Kopf so, aber wir sprechen gleich auch nochmal alles. Ich habe euch nämlich gefragt, was euch so interessiert. Das werde ich euch gleich auch nochmal sagen. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich noch mein 5. Meal essen. Dann werde ich meinem Coach ein Check-in schicken und besprechen wir nochmal mit ihm, was ich zu tun habe gleich. Das ist der Plan. Wir machen jetzt erstmal noch einen weiteren Tan drauf. Einen letzten bisschen. Und dann checken wir mal die Form ab. Ne? Wofür ich auch unglaublich dankbar bin, das ist halt wirklich wichtig, dass man ein paar Freunde hat oder Leute, die einen unterstützen. Und wie gesagt, hätte ich meinen Kumpel nicht, ja, dann hätte ich auch keinen, der mich schon mal vorbräunt und so. Das ist halt wirklich wichtig, dass euch ein paar Leute während der Prep unterstützen, vor allem mental so. Mein Kumpel hat auch selbst schon Wettkampf hinter sich, das heißt, er weiß genau, worauf es ankommt. Und jetzt gerade in dieser letzten Phase, wo man ein bisschen, sag ich mal, ja, sowieso ein bisschen fertig ist, aufgeregt und verwirrt und so. Ja, wir haben jetzt alles fertig und das ist halt super, super wichtig, dass man da Leute hat, die einfach einen da sind, sag ich mal. Ne? Wir haben vorhin auch schon 2 Schichten gemacht. Das ist nämlich super wichtig, dass man halt dunkel genug ist, weil das Licht auf der Bühne ist so relativ hell, sag ich mal. Ne? Wenn man das nicht schafft, bis dahin dunkel zu werden. Ich habe zwar auch noch ein Tanning gebucht, aber super wichtig, halt vorher schon mal einen Code drauf zu machen. Dann lassen wir das jetzt gleich sozusagen eintrocknen. Und dann gehe ich schlafen. Morgen früh einfach kurz aufstehen. Also das fragen sich bestimmt auch viele. Man kann ruhig kurz duschen gehen. Das dauert immer ein bisschen, bis das weg ist. Also und mich halt ein bisschen sauber machen, klar. Ne? Damit man sich auch gut fühlt. Vielleicht mal auf Toilette gehen und dann kann man auch das Haus verlassen. Fühlt sich gut und der Tan ist auch immer noch drauf. Wenn wir dann vor Ort sind, dann werde ich auch nochmal einen Kohl drauf machen lassen. Und dann wird die Farbe auch dunkel genug sein, weil, wie gesagt, das ist extrem hell. Und ansonsten sieht man die Details nicht so gut. Deswegen ist es halt super wichtig, dass man da auch dunkel genug ist. Ne? Also so viel dazu auf jeden Fall. Was waren letztes Mal die Sachen, die ich verbessern wollte? Beziehungsweise was waren so die Ziele? Habe ich das erreicht? Also auf dem letzten Wettkampf ist mir aufgefallen, ich habe die Sachen, die ich gegessen habe, nicht rechtzeitig verdauen können. So, ne? Und das heißt, ich hatte einen relativ dicken Bauch. So, und ich habe versucht, ihn zu kontrollieren. Aber da, diesbezüglich, haben wir ein paar Sachen in der Ernährung verändert. Einfach ein bisschen weniger Fleisch, ein bisschen weniger Fett. Und ja, wir gucken, dass das alles bis morgen früh definitiv verdaut ist. So. Jetzt ist der Bauch vielleicht ein bisschen dicker, aber das wird sich alles legen. So. Morgen früh dann gar kein Fleisch mehr, das ist der Plan. Und genau für solche Fälle habe ich jetzt auch nochmal den Enzymkomplex von GN, habe ich auch, den nutze ich dann
Speziell nochmal dafür, dass ich da alles reinbekomme. Und das wird sich auf jeden Fall verbessern. Das gucken wir uns gleich auch nochmal an, dass ich einen flacheren Bauch habe. Was wollte ich noch verbessern? Mehr Masse. Ja? Ich habe irgendwas zwischen 8 und 12 Kilo aufgebaut. Letztes Mal habe ich mich eingewogen mit 89,7. Ja? Das heißt fast 90 Kilo. Heute Morgen habe ich 98,1 gewogen. Da ist aber noch ein bisschen Platz in meiner Muskulatur. Ich weiß nicht, wo ich mich einwiege morgen. Das werden wir dann sehen. Das wird auch nochmal von uns aufgezeichnet. Also werde ich irgendwo zwischen 8 und 12 Kilo Muskeln aufgebaut haben. Das ist ein super Ergebnis für mich. Mein Ziel waren 10 Kilo Muskeln. Und ja, ich bin sehr zufrieden, wenn ich das geschafft habe. Das ist mein Ziel auf der Bühne. Flacherer Bauch, deutlich muskulöser. Deutlich muskulöser habe ich schon geschafft. Und natürlich flacherer Bauch plus Posing verbessern. Posing konnte ich auch verbessern. Ja, ich konnte meine Main-Posen definitiv ein bisschen verbessern. Aber das werden wir auch nochmal sehen. Ich habe geübt. Vielleicht nicht ausreichend, aber ich habe definitiv geübt. Und ja, da bin ich bis jetzt schon sehr, sehr, sehr zufrieden. Also so die Sachen, die ich mir vorgenommen habe, habe ich auf jeden Fall geschafft. Und wir werden mal sehen, wie sich das morgen reflektiert. Wie habe ich mich die letzten Tage ernährt? Ich habe es zwar schon mal angeschnitten, aber ich habe im Prinzip Montag ein Medium Day gehabt, Dienstag ein Medium Day, Mittwoch ein Medium Day, gestern einen höheren Tag, ja, und heute nochmal einen höheren Tag. Das ist ein anderer Approach wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal haben wir den Approach gewählt, dass wir mich bis 2 Tage vom Wettkampf komplett flach machen und dann innerhalb kürzester Zeit vollladen. Aber man muss einfach gucken, was funktioniert, was nicht. Und diesmal haben wir einen anderen Approach gewählt. Da haben wir mich seit Montag Stück für Stück immer ein bisschen voller gemacht. Und der Vorteil dabei ist einfach, dass ich die Erschöpfung viel besser abbauen konnte. Und mein Training natürlich auch angepasst. Das heißt, montags habe ich noch einmal Beine trainiert hart. Und Dienstag, Mittwoch habe ich Oberkörper trainiert, relativ hart, vielleicht ein bisschen weniger Volumen. Und gestern habe ich nur noch meinen Oberkörper ein bisschen durchgepumpt. Ja? Und jetzt heute dann gar nicht mehr trainiert, gar kein Cardio mehr gemacht. Jetzt habe ich noch eine Nacht, das heißt, morgen stehe ich im Idealfall komplett verdaut, komplett gefüllt mit Glykogen und komplett regeneriert auf der Bühne. Das heißt sozusagen ein anderer Approach wie beim letzten Mal. Und dann gucken wir natürlich, was sich wie besser auf meinen Körper ausgewirkt hat. Und so lernt man natürlich auch mit der Zeit den Körper ein bisschen kennen und guckt, ja, worauf reagiert man, was verpackt man. Denn Bodybuilding ist ein Marathon und kein Sprint. Man muss einfach verschiedenste Dinge ausprobieren. Der eine reagiert auf das gut, der andere reagiert auf das gut. Und ja, so ist sozusagen der zweite Approach jetzt so, den wir gewählt haben zusammen. Gucken, hat uns das gut getan? Machen wir das beim nächsten Mal. Und der Plan für nach dem Wettkampf ist natürlich dann wieder Muskeln aufbauen, ja, Rebound und dann beim nächsten Mal Pro Qualifier mitmachen. Ne? Das ist das Ziel von uns. Das heißt erstmal richtig, richtig viel Fleisch auf diesen Frame packen, Schwachstellen noch weiter ausbessern. Ich habe natürlich meine Schwachstellen schon gut ausgebessert, aber man kann nicht in einem Jahr, sage ich mal, seine Und als letzte Mahlzeit gibt es nur Kartoffeln, einfach damit das Fleisch auch rechtzeitig verdaut ist. Okay. So, und während die Kartoffeln kochen, kümmern wir uns um eure Fragen bezüglich des Wettkampfes. Da sind einige coole Sachen dabei. Wie sieht es mit Wasser und Salz aus? Also, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 6 Liter trinken. Heute 3 Liter trinken und ab 4 Uhr gar nichts mehr trinken. Ja? Salz komplett konstant die ganze Zeit, also roundabout 10 Gramm. Ja? Ist das mit dem Entwässern vom Wettkampf veraltet? Nö. Man kann verschiedenste Sachen ausprobieren, man kann mit Elektrolyten rumspielen, man kann mit einem Trinkstopp rumspielen, man kann es einfach weiter laufen lassen, wie gehabt. Da muss man einfach gucken, was bei einem selbst funktioniert. Ja? Und wir haben einfach den Approach gewählt, Kalium durch Kartoffeln, Salz konstant halten und dann aufhören zu trinken und so reguliert sich das.
automatisch im Idealfall wache ich morgen ausgetrocknet auf, weil ich vielleicht ein paar Mal auf Toilette gehe in der Nacht. Und dann habe ich schön wenig Wasser unter der Haut. Also man entwässert schon. Ja? Mealtiming erklären, wieso, wann, was essen. Also das Mealtiming in Bezug auf unseren Approach, einfach konstant Kohlenhydrate und mal ein bisschen Fleisch im Abstand von 3 Stunden ungefähr. Und genau, morgen früh wird dann kein Fleisch mehr gegessen, einfach weil es nicht nötig ist. Genau, also Mealtiming ganz, ganz stumpf. Kohlenhydrate und Fleisch alle 3 Stunden. 6 Mahlzeiten am Tag. So habe ich das die ganze Woche so durchgezogen. Ja. Kein Gemüse mehr natürlich, selbstverständlich, Gemüse brauchen wir jetzt nicht mehr. Einfach um den Bauch flach zu halten. Ja. Hast du dich mit deinem Coach für die Peak Week zusammengesetzt oder hat er alles entschieden? Ja, wir besprechen das einfach, ne? Wir arbeiten gut zusammen und da sind auch gar keine Fragen offen, das wird einfach durchgezogen und ich habe auch ein sehr gutes Verständnis dafür und wir sitzen jetzt nicht am Tisch oder diskutieren, sondern wir schreiben einfach und ja, das ist alles auch völlig verständlich. Ja. Was fiel dir am schwersten? Nichts. Macht mir Spaß. Die letzte Zeit wollte ich meine Ruhe. Ich mag das, wenn mich Leute anquatschen. Ich unterhalte mich auch gerne ab und zu mal. Freue ich mich immer wieder drüber. Aber die letzten 2 Wochen wollte ich wirklich jede Einheit perfekt machen. Da habe ich mich ein bisschen zurückgezogen. Das fiel mir jetzt nicht schwer, aber das ist so halt eine Komponente, die ich jetzt nennen kann. Von einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hat sich deine Stimmung verbessert, indem du mehr Carbs hast? Du hast alles ein bisschen entspannter geworden, ne? Stimmung an sich verbessert sich nicht unbedingt krass, aber ich kann natürlich ein bisschen klarer denken. Das kommt euch natürlich auch zugute. Bin ein bisschen ruhiger und kann ein bisschen besser denken und so, ne? Die letzten 2-3 Wochen waren schon wirklich sehr, sehr hart. Da habe ich sehr, sehr wenig mehr hinbekommen, ne? Streifen am Po zeigen. Ja, machen wir gleich. Posing kommt. Gibt es auch Bodybuilder, die Peak Week verkacken und sich vollfressen oder ähnliches? Definitiv. Es gibt immer Leute, die es nicht durchhalten, die gerade in den letzten Wochen Binge-Eating-Anfälle und so bekommen. Das gibt es immer wieder. Bin ich jetzt niemand von, aber das gibt es auf jeden Fall. Kannst du dir beim Wettkampf die Musik im Hintergrund aussuchen? Ja, kann ich. Ich habe auch einen Stick dabei, die habe ich auch hochgeladen. Man kann sich die Musik aussuchen. Man muss natürlich die Rechte daran haben. Sollte ich die Musik gekauft haben, ne? Stark aufgeregt. Nee, es geht. Ich konnte mich die letzten Tage gut erholen. Wir haben einen anderen Approach gewählt. Und ich bin jetzt wirklich entspannt. Ich habe heute keinen Sport gemacht. Konnte ganz okay schlafen, sage ich mal. Und jetzt kann ich noch eine Nacht schlafen. Ist alles ganz entspannt. Ich bin auch, da ich das jetzt schon kenne, nicht mehr so aufgeregt wie letztes Jahr. Also das wird auf jeden Fall gut. Wird es nicht voll deine Verdauung belasten, wenn du wirklich Schokocroissant zum Laden benutzt? Vermutlich, deswegen werde ich das auch nicht tun. Ja, man sollte nichts machen, was man nicht vorher getestet hat. Ich habe die letzten Tage immer Kartoffeln und Reis gegessen. Cream of Rice, Haferflocken. Und das sind auch die Lebensmittel, die ich jetzt genutzt habe. So. Wenn du 16 Wochen am Stück Reis und Kartoffeln isst, solltest du nicht einen Tag von Wettkampf dir eine Pizza reinziehen, sondern Reis und Kartoffeln. Wie viele Kalorien aktuell, das weiß ich nicht. Habe ich auch nicht ausgerechnet. Ich schätze so 3500 vielleicht. 3000, irgendwie sowas. Pumpst du deine Schwächen vor der Show Stärke auf? Vielleicht, ja. Ich habe was zum Aufpumpen geholt. Ja. Milchprodukte pro und contra, was empfiehlst du, was nicht? Also Casein würde ich vor der Show nicht mehr benutzen. Das verlangsamt die Verdauung ein bisschen. Deswegen würde ich da eher so auf leicht verdaulichere Sachen wie Whey setzen oder Hähnchen. Ne? Erklär mal konkret Härte und das Vollwerden durch Carbs. Ja, Härte ist, wie wenig Körperfett du hast halt. Und wenn du dann volle Glykogenspeicher hast, werden die Muskeln prall, drücken nochmal gegen die Haut. Also mit wenig Fett und vollen Glykogenspeichern siehst du natürlich voll und hart aus. Wie sehr spielt der Kopf einem Streich bezüglich brauche mehr Essen oder so? Doch schon, ich denke schon, ich würde jetzt gerne mehr laden, das möchte ich. Aber ich mache es nicht, weil es wahrscheinlich keinen Unterschied macht, weil es vielleicht auch keinen Sinn ergeben würde. Ja? Also mir jetzt extra nochmal
zwei, drei Kilo Kartoffeln reinzuziehen, das würde vermutlich auch nicht mehr bringen, außer dass ich vielleicht schwammiger aussehe. Das ist auch nicht das Ziel. Man sollte mal Stück für Stück aufladen und dann gucken. Ja? Rasierst du dir noch den Bart ab? Nee, das bleibt so. Ist auch kein Problem. Gefühl, wenn man geladen ist und der Körper die ganzen Carbs bekommen hat. Ja, ganz gut. Also ich fühle mich auch schon prall. Aber wir können jetzt trotzdem nochmal ein kleines Posing machen. Mal die Form abchecken im Vergleich zu morgen. Jetzt. Wie gesagt, breiter und ein bisschen härter kann man immer noch werden, wenn man sich verbessert mit der Zeit. Also ich bin bis jetzt schon sehr, sehr zufrieden. Und hier noch mein Game-Changing-Plan. Das Teil hier, Digestive Enzyme-Komplex und Glutamin. Glutamin gibt dem Darm Energie, damit er sich bewegen kann. Und hier sind Sachen drin, die Magensäure erhöhen und Enzyme und so weiter. Und da kann auch mit dem Bauch gar nichts. Was er schreibt, werde ich das noch umsetzen und dann esse ich noch eine letzte Mahlzeit, vielleicht auch noch mal extra, das wird er dann entscheiden, je nachdem, ich werde das machen, was er sagt und ja, im Falle, wenn nichts mehr passiert, gehe ich nach der sechsten Mahlzeit einfach ins Bett und je nachdem, wenn doch noch was passiert, dann esse ich noch was und ja, morgen früh wird wie gesagt kein Fleisch mehr, jetzt nur noch ein bisschen Whey und Kartoffeln, genau, das ist so der Plan. Genau, und ich wollte mich an jeden bedanken, der mir geschrieben hat, dass er kommt wegen mir. Das ist nicht selbstverständlich, der Support ist so geisteskrank. Mir haben wirklich ein paar Leute geschrieben, hey, ich komme extra wegen dir. Und wie gesagt, ich wollte mich bei dir bedanken, wenn du mich auf meiner Show supportest. Und ich wollte mich bei allen Hardcore-Supportern, die vor Ort sind, bedanken. Und ich werde euch das morgen auch nochmal persönlich sagen. Und ich freue mich unglaublich auf euch. Ich kann es kaum erwarten. So, willkommen Leute, wir sind da in der Stadthalle Erkenschwick. Und wir sind jetzt sozusagen in der Schlange für die Registration. Wir haben uns hier ein bisschen zurückgezogen und ich mache heute einfach mal ganz stumpf für euch, sozusagen auf Reiseführer so, weil gestern Abend, habt ihr gemerkt, war ich ganz schön fertig. Ich musste auch noch dann extra was essen und bin dann jetzt nochmal leichter aufgewacht. Das heißt, es macht sich schon bemerkbar, dass der Stoffwechsel jetzt in dem Jahr richtig hochgegangen ist. Also letztes Jahr war das auch, sage ich mal, schwierig, mich voll zu bekommen. Wegen der Verdauung, aber dieses Mal ist es schwierig, mich voll zu bekommen, auch wenn die Verdauung läuft wegen den Kalorien und dem Stoffwechsel. Ich bin sozusagen mit 97,9 aufgewacht, das heißt leichter. Ich musste noch Burger, Pommes essen und dann ja, bin ich trotzdem noch mal leichter aufgewacht. Jetzt müssen wir halt sicherstellen, dass ich mich, bis ich auf die Bühne komme, sage ich mal, voll halte. Und ich habe zwar gestern im Video gesagt, man sollte jetzt nichts Hochkalorisches essen, aber wenn man dann sieht, dass man immer leichter wird, geht es halt gar nicht anders so, weil das könnte man mit Reis und Kartoffeln einfach gar nicht, da könnte man gar nicht gegenwirken. Da hätte ich dann so ein Belly und das mussten wir verhindern. Deswegen gab es dann nochmal einen Burger mit extra Pommes. Bin dann nochmal leicht aufgewacht. Jetzt habe ich heute Morgen Reispudding gegessen. Honig, Mandelmus, Whey-Protein. Whey-Protein einfach jetzt am Wettkampftag, weil ich da gut drauf klarkomme. Das Whey-Isolat von GN hat eine sehr hohe Qualität. Das heißt, da kann auch nichts passieren. Dann werde ich jetzt Kartoffeln mit Whey essen und später nochmal Reispudding, Mandelmus und Honig mit wenig Wasser. Es geht jetzt im Prinzip darum, Wasser auszupinkeln. Das heißt, so trocken wie möglich zu werden, aber natürlich die Fülle der Muskulatur zu erhalten. So. Genau, wir stellen uns jetzt an, wir registrieren uns
Und wenn wir dann drin sind, dann wird nochmal ein Tan drauf gemacht. Das heißt nochmal ein bisschen Farbe an den Stellen, wo es nötig ist. Genau, und dann warten wir praktisch, bis wir dran sind. Genau, und das ist sozusagen jetzt das, was passiert ist bis jetzt. Jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand und jetzt gehen wir gemeinsam hier den ganzen Wettkampf durch. Und ich wollte heute einfach alles zeigen, alles erklären, ganz stumpf. Weil viele von euch haben ja sowas noch nie mitgemacht und auch noch nie erlebt. Und deswegen zeige ich euch einfach alles, jede Kleinigkeit so. Ne? Das ist ganz interessant. Los geht's. Also ich habe genau 9,2 Kilo aufgebaut, das heißt von Waage zu Waage, und das sind nicht ganz 10 Kilo, aber 9,2 ist auch gut in einem Jahr an Gains, das geht. Noch ein bisschen. Also ich esse circa so um 1 Uhr, so, wenn ich noch ein bisschen Zeit zum Verdauen habe, 2 Stunden. Idealerweise esse ich noch Reispudding, Mandelmus, 40 Gramm Honig, also richtig schön kaloriendicht und wenig Flüssigkeit, und zwischendurch überbrücke ich ein bisschen mit Brot einfach, ne? Einfach weil ich aus dem letzten Mal gelernt habe, und das hier saugt die Magensäure auf und dann bleibt der Bauch ein bisschen flacher. Vertrage ich auch ganz gut. Gerade ist noch alles super. Mein Bauch ist gar nicht so fett. Das ist wirklich bei mir immer so ein Problem, weil meine Verdauung jetzt nicht so die beste ist. Aber ich denke, das sollte heute ganz gut klappen. Und genau, wir gehen jetzt gleich mal rein. Dann gucken wir, ob ich noch ein bisschen Farbe brauche. Wenn die sagen ja, dann mache ich noch eine Schicht drauf. Wenn sie sagen, es ist dunkel genug, dann lassen wir es so und dann gucken wir mal. Schön trocken, geht schnell rein, geht schnell zu setzen, schöne Energie, dann geht's los. Turn to the right. And phase four. 60-61 switch, please. 60-61. From the Wobais, from the last wave. Side chest. The rest, go to the back, please, and the back double biceps. Relax. Back last breath. Phase four. One more time, from the visor, please. Relax.
Relax, turn to the back, back to the bicep. Relax, face forward. 6 to 1, side triceps. Your favorite, oh, abdominals and thighs, sorry. Your favorite mass muscular, please. Come on, Tom! Good job, guys. Thank you so much. Come in for the stage. Thank you. Zweiter Platz und somit die Silbermedaille geht an die Startnummer 60, Philipp Dennis. Somit der erste Punkt zur Kamera. Dankeschön, jetzt einmal die. Danke und Ali, du darfst noch einmal alleine dran stehen. So, Fazit Wettkampf. Also. Diesmal zweiter Platz von 4. Letztes Mal 7. Platz von mehreren, da waren mehr dabei. Ich bin einfach mal ehrlich. Im Conditioning bin ich sehr zufrieden. Also war deutlich trockener und härter als letztes Mal. Ich habe sehr viel aufgebaut. 9,2 Kilo habe ich aufgebaut. Das heißt, ich habe mir Offseason richtig den Arsch aufgerissen. Ich habe wirklich jeden Tag perfekt gemacht, ein Jahr lang. Und ich meine, wer schafft es, fast 10 Kilo Fleisch aufzubauen im Jahr? Das ist schon eine krasse Leistung. Dann das Conditioning deutlich verbessert, richtig trocken geworden. Wahrscheinlich auch der trockenste oder härteste von der ganzen Klasse. Aber eine Sache hat mich ein bisschen gestört, und zwar die Verdauung schon wieder. Da bin ich einfach ehrlich. Ich habe so einen krassen Stoffwechsel, ich musste so viel fressen, damit ich voll werde. Und ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, oder das, natürlich war das so, dass der Körper das nicht richtig aufgenommen hat, das ganze Essen. Das hat sich auch alles wieder angestaut. Und wir haben halt diesmal wirklich darauf geachtet, dass wir kein Fleisch nehmen, Whey nehmen, ja. Also wenig Wasser wie möglich, schon noch Wasser trinken, damit man halt klarkommt so, aber natürlich halt die Lebensmittelauswahl überarbeitet und trotzdem habe ich es nicht geschafft, die Taille flach zu halten. Das hat mich ein bisschen gestört, ja, und deswegen bin ich ganz zufrieden mit der Form. Deswegen sage ich das auch einfach so, irgendwie fühlt sich das nicht so gut an. Die Leistung von der Offseason war krass. Fleisch natürlich. Conditioning auch, richtig gut, ja. Aber das mit der Taille, das stört mich einfach. Und da müssen wir uns einfach nächstes Mal was überlegen. Und was ist jetzt der Plan fürs nächste Mal? Keinen Wettkampf mehr zu machen, ja. Ich weiß, das ist ein Problem, ja. Man kann das aber ausgleichen, indem man dickere Arme bekommt, dickeren Rücken, dickere Beine, dickere Waden. Damit, wenn man schon so ein Problem mit der Taille hat, die Proportionen das wieder ausgleichen. Ne? Ich hatte das Gefühl, dass meine Beine flacher wurden und schmaler und mein Bauch immer dicker. So, ne? Und vielleicht machen wir das nächste Mal so, dass wir einfach ein bisschen flacher kommen, also nicht so viel laden und dafür aber vielleicht dickere Arme und Beine haben, der Bauch dann ein bisschen flacher ist und dann die Proportionen stimmen. Vielleicht finden wir aber auch einen Weg das nächste Mal, so zu laden, dass der Bauch unter Kontrolle bleibt. Ja. Das ist einfach auch eine Sache des Posings. Ich zeige euch mal, wie ich heute aufgestanden bin. Dann könnt ihr das nachvollziehen. So, ne? Dann werdet ihr das auch ein bisschen verstehen können, was ich meine. Also, heute Morgen bin ich so aufgestanden. Ja? Das heißt, richtig schön flacher Bauch. Ja? Ich konnte sogar fast ein Vakuum pullen. So. Und ich habe es aber nicht geschafft, das auf die Bühne zu transferieren. Ja? Und das hat die Proportionen kaputt gemacht. Und ich muss das nächste Mal, bevor ich auf die Bühne gehe, einen Weg finden, dass der scheiß Bauch flach bleibt. Ja? Die Beine dicker, die Arme noch dicker. So, dass ich dann mit einer flachen Taille und mit dicken Beinen und dicken Armen auf der Bühne stehe. So, dass man sagen kann, alles klar, die Form ist definitiv unschlagbar. Ja? Unschlagbar.
Das ist der Plan. Da müssen wir einfach Wege finden, wie wir das hinbekommen. Und da habe ich jetzt mehr als ein Jahr Zeit für. Und genau das werde ich auch tun. Ja. Aber ja, jetzt habt ihr verstanden, was mein Problem war. Fühlt sich nicht gut an, einen zweiten Platz zu bekommen. Aber ja, das muss ich einfach dran arbeiten. Das ist halt auch das Geile. Ja, also, da wird man hungrig, sich zu verbessern. Das ist sozusagen das Fazit jetzt vom Wettkampf. Könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr denkt. Ja? Ihr habt jetzt die Videos gesehen. Ihr habt gesehen, wie ich heute Morgen aufgewacht bin. Da könnt ihr jetzt verstehen, wie ich mich fühle. Und ich werde jetzt über ein Jahr lang daran arbeiten, einen Weg zu finden, wie ich das Ganze verbessern kann. Ja? Und darum geht es im Bodybuilding. Einfach jedes Mal besser zu werden. Ja? Ich habe meine Ziele erreicht, ich habe Fleisch aufgebaut, bla bla bla. Ich muss das nur noch das nächste Mal wieder machen und dann auf die Bühne bringen. Ja? Und dann kann man auch nicht mehr sagen, hey, du bist nicht pro-würdig, sondern das nächste Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, werde ich definitiv sagen, und die anderen auch, hey, das ist ein Profi. Ja? Und das ist der Plan. Danke für euren Support und danke für jeden, der mich unterstützt. Und ja, das ist jetzt sozusagen unsere Aufgabe als Team und meine Aufgabe für die nächste Zeit. Ich werde jetzt mit meinen Freunden meinen Geburtstag nachfeiern, was Gesundes essen, vielleicht ein Steak mit Kartoffeln oder so. Und dann werde ich eine Nacht schlafen, das Ganze verarbeiten und dann werde ich mich an die Arbeit machen. Denn Arbeit macht mir Spaß. Besser werden macht mir Spaß. Und darum geht es auch bei euch. Einfach besser zu werden. Ja. Dankeschön.